Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Der hier vorliegende Gesetzesentwurf zur Besoldungsanpassung 2017 und 18 für unsere Brandenburger Beamtinnen und Beamte ist auf den ersten Blick unspektakulär, ja teilweise sogar erfreulich. Auf den zweiten Blick birgt er allerdings so viel sozialen Sprengstoff, dass man sich fragt, ist die Landesregierung auf Krawall aus oder hat sie einfach den Schuss nicht gehört? Wie wir das ja schon häufig erlebt haben, baut die rot-rote Koalition gerne die strittigen Punkte in ein Angebot ein, das man nicht ablehnen kann. Hierbei hofft sie zugleich, dass es entweder keiner merkt oder dass der schwarze Peter bei Ablehnung des Gesetzes auf die Opposition geschoben werden kann. Aber der Reihe nach. Zunächst geht es erstmal darum, die tariflichen Abschlüsse des öffentlichen Dienstes vollumfänglich auf die Beamten zu übertragen. An dieser Stelle darf ich sogar mal ein Lob fallen lassen, denn die Besoldungsanpassung erfolgt ohne die sonst so gerne angewendete monatelange Verzögerung, sondern tatsächlich rückwirkend zum 01.01.2017. Dass in diesem Gesetzesentwurf auch notwendige Anpassungen des Pflegezuschlages hinsichtlich der geänderten Regeln in der gesetzlichen Pflegeversicherung umgesetzt werden, will ich ebenfalls gerne erwähnen und das wird von uns natürlich auch unterstützt. Man hat sogar ohne großes Aufsehen unsere Hinweise anlässlich der Abschaffung des Pensionsfonds aufgegriffen und den 0,2-prozentigen Beitrag für die Versorgungsrücklage ab 2018 eingestellt. Das ändert aber nichts an meiner grundsätzlichen Kritik an die Rücklagepolitik dieser rot-roten Landesregierung. Jeder Beamte im Land Brandenburg darf sich nun seine eigenen Gedanken darüber machen, wie sich die nicht mehr aufgefüllte Versorgungsrücklage auf die Sicherheit und Höhe der eigenen Ruhestandsbezüge auswirken könnte. Was sich diese Landesregierung dann aber hinsichtlich der Nachzahlung wegen der nicht verfassungskonformen zu niedrigen Bezahlung unserer Beamtinnen und Beamten hat einfallen lassen, das lässt mich nur noch fassungslos zurück. Da wird höchstrichterlich festgestellt, dass unsere Staatsdiener seit einem Jahrzehnt nicht angemessen entlohnt werden. Entschädigt werden sollen aber nur die 300 Beamten, die sich das nicht gefallen lassen hatten und schriftlich der anhängigen Klage angeschlossen haben. Sagen Sie mal, werte rot-rote Koalition, sind Sie eigentlich tatsächlich so lernresistent? Reicht Ihnen der Ärger mit den Altanschließern nicht? Wollen Sie jetzt allen Ernstes mit den Beamten nochmal die gleiche Show wie mit den Altanschließern abziehen? Brandenburg trägt zusammen mit den Berlinern die rote Laterne bei der Bezahlung von Beamtinnen und Beamten. Die Schere bei der Entlohnung der Bundesbeamten. Und Berlin liegt ja nun mal mitten im Herzen Brandenburgs, falls Sie das vergessen haben sollten. Also diese Schere zwischen den Bundesbeamten und unseren Besoldungsempfängern hat sich teilweise auf schon bis zu 10% geöffnet. Bei Ihren Tippelschrittchen, diese Schere um jährlich 0,5% zu schließen, braucht es bald eine halbe Beamtengeneration, bis Brandenburg auf Bundesniveau aufgeschlossen hätte. Und das auch nur, wenn in den kommenden Jahren nicht wieder irgendwelche Sparzwänge unsere Beamten zu den hinlänglich bekannten Sparschweinen degradiert. Und das in einer Zeit, wo es unserem Innenminister nicht einmal mehr gelingt, die Lücken, die regulär in Ruhestand gehenden Polizisten reißen, mit neuen Anwärtern zu füllen. Anstatt die Rot-Koalition hier angepeilten 8.250 Polizeistellen zu besetzen, werden wir demnächst nicht einmal mehr 7.900 Ordnungshüter in unseren Diensten zählen. Das ist doch auch kein Wunder, wenn in anderen Bundesländern eine deutlich bessere Bezahlung lockt. Eine mir bekannte Justizvollzugsbeamtin arbeitet jetzt eben in Sachsen, wo sie bei gleicher Besoldungsstufe mal eben 200 Euro mehr Geld in der Tasche hat, bei außerdem noch geringeren Lebenshaltungskosten. Und so zieht sich das quer durch den Brandenburger öffentlichen Dienst. Ob bei Polizei, Justiz, Lehrern oder Verwaltungsbeamten, überall Nachwuchssorgen und unbesetzte Stellen. Nun propagiert Rot-Rot ja nun seit Jahren die Totgeburt-Kreis-Gebietsreform und begründet die unter anderem auch mit der notwendigen Verwaltungs- und Funktionalreform, weil man die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes in den Kreisen in Gefahr sieht. Aber eine konkurrenzfähigere Bezahlung will man sich nicht leisten, wo doch Geld bei den ideologischen Lieblingsprojekten der Genossen sonst keine Rolle zu spielen scheint. Nein, meine Damen und Herren, diese Regelung mit der Nachzahlung der verfassungswidrig zu niedrigen Besoldung an die nur 300 Kläger ist Mumpitz und ein Hohn, wenn ich an Ihre gebetsmühlenartigen Floskeln von gutem Lohn für gute Arbeit und sozialer Gerechtigkeit höre. Dieser Gesetzesentwurf muss zwingend im Haushaltsausschuss nachbearbeitet werden und da muss man dann auch eine sozialverträgliche Lösung für alle gefunden werden. Vielen Dank.